Arian Wild, Diplom-Ingenieur für Architektur, promovierter Kunstwissenschaftler, heute hier in der Kunsthalle Nürnberg. Herzlich willkommen. Collage. Wir haben gerade eine Ausstellung zu Marcel Odenbach und das ist ein wirklich großer Künstler, der sich mit Collagen auseinandersetzt. Deswegen ist es, glaube ich, sehr spannend, sich mal in ein paar Minuten anzuschauen, woher kommt eigentlich diese Technik der Collage und warum ist sie für die moderne Kunst so wichtig. Wenn man sich so die Geschichte der Collage anschaut, dann ist diese Geschichte der Collage eigentlich eine sehr lange. Es gibt Collagen im Grunde schon seit 1000 Jahren. Es gibt im alten Japan diese Tuschezeichnungen, in die Stücke von Papier als Schmuckstücke eingeklebt worden sind. Das war aber damals natürlich ein anderer Ansatz. Das war ein Ansatz des Schmückens. Diese Eigenständigkeit der Collage kommt eigentlich erst im 20. Jahrhundert in die Kunst. Collage, das ist ein Begriff, den Audrey Breton prägt. Collier heißt kleben. Collar ist ein altgriechisches Wort, das dann übernommen wird, auch im Französischen, das Leim heißt. Das heißt, Collage ist übersetzt eine Verleimung. Und die wird eigenständig auch von der Materialität durch die Kubisten. Picasso und Braque werden in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in ihre Bilder auch Papierstücke einkleben, Zeitungsstücke einkleben, was den Bildern nicht nur eine neue Materialität gibt neben der Malerei, sondern auch dazu beiträgt, dass diese ganz typische Verwischung des Bildraums passiert, nämlich in verschiedene Ebenen und Multiperspektiven. Später dann im Dada wird die Collage ganz wichtig werden, weil sie auch ein politisches Mittel werden wird. Leute wie Hannah Höch werden politische Collagen machen, wo sie gegen Krieg, gegen Faschismus arbeiten und Szenerien aufbauen, die ganz bewusst irrational sind von der Zusammenstellung, weil der Dada ja damit arbeitet, dass man im Grunde die Rationalität und damit auch diese Kriegsmaschinerie, die eine rationale ist, stört. Das Bild, das wir uns jetzt anschauen hier in der Ausstellung, ist das Bild Es brennt von Marcel Odenbach, das er 2019 gemacht hat. Und dieses Bild hat eine ganz spannende Effekthaftigkeit in dieser Collage, weil sie eigentlich zwei Ebenen hat. Von der Fernsicht, wie Sie gerade hier sehen, ist das im Grunde ein großes abstraktes Flammenmeer aus orangen, gelben, roten, lilanen, schwarzen, grauen Flächen. Wenn Sie aber viel näher rangehen und dann hier genau auf diese Flächen schauen, dann werden Sie sehen, dass diese einzelnen Flächen wiederum aus ganz vielen kleinen historischen Fotos zusammengesetzt sind. Das ist eine große Stärke der Bilder von Marcel Odenbach, dass historische Momente zusammengefügt werden, die erstmal eine optische Verbindung haben, nämlich in dem Sinn, dass immer wieder ikonische Bilder gezeigt werden, die auf einen Zivilisationsbruch hindeuten. Ob das jetzt die Reichspogromnacht ist oder der Zweite Weltkrieg oder eben die ganze Rassismusdebatte in den USA, dass man Denkräume eröffnet, wie eigentlich sich solche Zivilisationsbrüche fortsetzen, wie solche miteinander in Verbindung stehen. Und so ist dieses Bild Es brennt eben auch eine Gesamtbetrachtung von zwischenmenschlichen Bränden, von gesellschaftlichen Bränden, von Momenten, wo die Zivilisation bricht. Ich hoffe, die Collage hat für Sie jetzt auch eine völlig neue Dimension erfahren, für mich auf jeden Fall. Bis bald, Ihr Marian Wild.